Ja, dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem kleinen Webinar zur Frage, wie richte ich einen Online-Mindtest-Server ein? Zunächst mal ist es sehr, sehr einfach, einen Server in einer lokalen Welt einzurichten, die über ein Netzwerk verbunden ist, sowohl über WLAN als auch über LAN, indem ich einfach in dem Programm Mindtest über das Hauptmenü kann man das im Video sehen, bei Spiel starten einfach dieses Häkchen dran machen, Server hosten. Dann vergebe ich Name und Passwort, das ist wichtig, und sehe gleich den Serverport, der ist immer Standard 30.000. Für alle, die nicht genau wissen, was ein Port ist, also im Internet gibt es immer IP-Adressen und ein Port wird normalerweise geschrieben mit Doppelpunkt und dann kommt praktisch eine Unteradresse von dieser IP-Adresse. Man kann sich das vorstellen wie ein Haus, das eine Postadresse hat, und der Port sind dann die Zimmer, die verschiedenen Fenster, die man in dieses Haus öffnen kann. Vielleicht hat man schon mal von Portscans gehört, denn eine Firewall macht eigentlich nichts anderes, als zu schauen, dass nur die Ports geöffnet sind, die man wirklich braucht. Jetzt ist für viele Projekte das extrem praktisch, wenn ein Server weiterläuft. Also ich habe eine Rallye Digital AG in der Schule und wir bauen da und ich könnte das lokal machen. Dann ist aber nach 1,5 Stunden AG die Welt wieder eingefroren. Man kann nichts machen. Deswegen ist es sehr praktisch, wenn man das online macht. Dann können nämlich jugendliche Schüler einfach weiterbauen, wie sie Lust haben. Die können was vorbereiten. Das läuft einfach durch. Ein Server kann theoretisch beliebig viele Welten beinhalten und auch mehrere gleichzeitig laufen lassen. Die Beschränkung liegt eigentlich darin, wie viele Leute gleichzeitig aktiv auf einer Welt spielen. Von daher kann ich mit einem recht günstigen Server für 2,60 Euro im Monat eigentlich zig Welten parallel laufen lassen. Der Unterschied ist eigentlich nur der Port. Also ich gebe für jede Welt einen anderen Port an und kann dann auch mehrere Welten gleichzeitig auf einem Server laufen lassen. So, jetzt schließen wir hier meinen Test wieder. Diese Anleitung, für alle, die es in Ruhe nachlesen wollen, wir haben nachher auch Fragen, die ich dann noch einpflegen werde, wenn man es nicht versteht. Vielleicht kann man parallel schon ein bisschen lesen. Habe ich hier vorbereitet, einen Online-Mindtest zu hosten. Ich habe früher schon mal eine Anleitung erstellt, vor ein paar Jahren, aber es ändert sich auch immer mal wieder was. Deswegen jetzt hier die aktualisierte Fassung mit einer Live-Erklärung. Ich habe inzwischen auch einiges nochmal gelernt. Wo bekomme ich so einen Online-Server her? Man kann suchen im Internet. Es gibt viele, die viel Werbung machen in PC-Zeitschriften und so weiter. Die sind aber in der Regel teuer, wenn man die Werbung mitbezahlt. Ich werde nicht bezahlt von der Firma, sondern bin nach bitteren Erfahrungen mit, ich habe meinen Server gemietet und im Voraus bezahlt, der war recht günstig, aber der hat überhaupt nicht gut funktioniert, weil diese V-Server sind virtuelle Server, dahinter steckt immer ein echter Server, der die Instanzen aufteilt und ich weiß nie so genau, wie der konfiguriert ist, denn die versprechen einem was. Also hier zum Beispiel das billigste Angebot, das ich durchaus zum Start empfehlen kann, hat einen Core, also einen virtuellen Kern, 2 GB RAM und 20 GB SSD. Das ist extrem wichtig, dass eine SSD dahinter steckt, aber die können sehr unterschiedlich schnell sein und unterschiedlich gut angebunden. Und die Betreiber unterscheiden sich vor allem in dieser Anbindung. 40 Terabyte Traffic. Ich bin nie an die Grenze gestoßen, bin gespannt, ob das passiert. Und das sind natürlich Linux-Server, die man da bekommt. Also Windows hat ja Lizenzgebühren, das ist dann entsprechend teuer. Das Tolle an diesem Angebot ist, dass man das wirklich pro Monat machen kann und jederzeit kündigen kann. Also wenn ich nach 10 Tagen sage, ich brauche den Server nicht mehr, ich habe den von Projekt gemietet, kurz aufgesetzt, brauche ich nicht mehr, kündige ich den. Und die Firma macht wirklich einen sehr seriösen Eindruck. Ich bin jetzt schon lange bei denen und man findet nicht so viel Werbung. Deswegen denke ich mal, dass die Firma
das bietet, was Schwaben wollen. Viel Leistung für wenig Geld. Also technisch läuft unsere Welt jetzt. Die Corona-Ferienwelt, habe ich gedacht, naja, ein bisschen mehr Leistungsreserven unter einer Welt, die, wie ist das Angebot? 15 Euro kostet. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt ist. Dieser 8 Kern hier, 8 Core, den habe ich genommen. 16 GB RAM. Da hat man dann ganz ordentlich Reserven. Diese Mindtest-Welten sind am Anfang recht klein. Wenn ein Projekt aber eine Weile läuft, dann dehnt sich die Welt immer weiter aus. Ich habe zum Beispiel in diesen Welten drin, dass der jeden Schritt auch aufschreibt in eine Datenbank, sodass man ihn zurückverfolgen kann. Das nennt man Rollback und das ist praktisch nochmal genau gleich groß wie die Welt selber. Diese Datei und so, wenn man ab und zu ein Backup macht, dann wird es doch ganz schön schnell voll, diese kleine Variante. Aber wie gesagt, man kann mal mit 2,60 € starten. Und für eine Config-Gruppe würde das reichen. Das reicht völlig, ja. Also ich, solange nicht viele gleichzeitig draufkommen, also 30 bis 40 Leute, je nach Zahl der Mods, kriegt man da echt gut ins Spielen. Jetzt ist die Frage, mit welchem Linux arbeite ich? Ich glaube, es ist leichter, wenn man Ubuntu nimmt. Mein Server läuft jetzt gerade unter Debian, weil das ist die Voreinstellung, wenn man den mietet. Man kann aber über die Web-Oberfläche jederzeit sagen, ich will einen Ubuntu-Server, einen Debian-Server und so weiter. Warum? Ubuntu macht es ein bisschen einfacher, an Pakete dran zu kommen, die nicht top aktuell sind. Mindtest ist zwar enthalten in den Standard-Editionen, aber nicht in der neuesten 5er-Version. Das heißt, da muss ich irgendwas machen, um die neueste Version zu bekommen. Und bei Debian leider ist da gerade eine Version in den Backports drin, die nicht ganz zuverlässig läuft. Also die ist in den Deadlock gelaufen. Das passiert bei der Ubuntu-Version, glaube ich nicht. So. Diese Sache, ein bisschen Linux-Grundkenntnisse, braucht man einfach mit apt-get install mindtest, hat man mindtest drauf. Wenn man mit ppa, das sieht man hier auf dieser Ubuntu-User-Seite, die aktuellen Paketquellen eingestellt hat. Wie kommt man rein in eine Linux-Konsole? Irgendwie muss man mit SSH reinkommen. Secure Shell heißt das Ganze. Da muss man sich ein bisschen einarbeiten, aber so schwer ist es eigentlich auch wieder nicht. Also man gibt an, das schreibt einem der Anbieter root @, dann kommt die IP-Adresse, die der eigene Server hat, dann gibt man das Passwort ein. Besser ist auf die Dauer, wenn man mit einem Passwort arbeitet, also mit einem Pub-Key und einem Private-Key. Aber von Anfang kann man mit Passwort arbeiten. Wie komme ich von Windows aus rein? Es gibt PuTTY als Programm. Besser ist, so mache ich es gerade hier, indem man sich eine Linux-Kommandozeile installiert. Sowieso praktisch, bisschen gute freie Software, läuft inzwischen auch unter Windows. Hat lang gedauert, bis sie gemerkt haben, dass man nicht alles nachentwickeln muss, damit es funktioniert. Gerade die ganzen SSH-Sachen sind einfach unter Linux so weit ausentwickelt, funktioniert wesentlich besser als PuTTY. So, jetzt ist man in der Kommandozeile drin, auf seinem Server. Das sollte man sich ein bisschen zurechtfinden. Also wir loggen uns jetzt hier ein, SSH root @, die Serveradresse, geht rein. Da gibt es noch ein Fingerprint, das muss man normalerweise nur einmal bestätigen. Und jetzt sehe ich, bin ich ganz normal in der Kommandozeile drin. Ich habe einen User Mindtest angelegt. Was man sieht, wenn ich das Home-Verzeichnis zeige, deswegen mache ich SU, Switch User Mindtest. Ich würde es nicht empfehlen, aus Sicherheitsgründen
den Server direkt als Root laufen zu lassen. Wenn man nichts anderes auf dem Server macht, ist das Risiko vielleicht nicht ganz so groß. Aber ich habe jetzt nicht viel Zeit und Hirnschmalz investiert, um den abzusichern, wie man es eigentlich mit so einem Server machen muss. Also damit er nicht zur Spam-Schleuder wird, immerhin mal den Mindtest-Server extra laufen lassen. So, jetzt bin ich da drin. Wie lasse ich das Ganze laufen? Ich habe hier unter diesem Debian-Server das selber kompiliert, aber normalerweise hätten wir jetzt ein lauffähiges Mindtest-Programm, wenn man da Mindtest eingibt. So würde das laufen. Ich habe es jetzt hier drin unter bin. Das heißt hier Mindtest-Server, sonst heißt es einfach Mindtest. Und wenn ich das Programm jetzt starte, dann muss ich verschiedene Parameter angeben. Der muss ja erstmal wissen, welche Welt er jetzt starten soll. Wenn man nichts angibt, legt er einfach selber eine an. Und zwar liegen die Welten im Unterordner Worlds. Und da hat jetzt jede Welt nochmal einen Unterordner. Also hier ist jetzt die 4 Corona-Welt drin. Da könnte ich jetzt einfach eine neue Welt anlegen. Demo-Welt. Würde da reingehen. Und es gibt zwei entscheidende Konfigurationsdateien für den Server. Das sind, ich zeige es jetzt mal in der Corona-Welt, das ist erstmal die Datei mindtest.conf. Da gibt es verschiedene Vorlagen. Hier sieht man zum Beispiel das Motto des Tages. Das ist das, was immer oben steht. Das sind schon recht spezielle Einstellungen. Der statische Spawnpunkt ist wichtig, weil man kommt an irgendeinem Nullpunkt raus und der kann in der Welt mehr oder weniger Sinn machen. Also ich gehe dann immer auf die Welt drauf, bewege mich irgendwo hin, wo es gut aussieht und trage diesen Punkt als statischen Spawnpunkt hier ein. Dann ist wichtig, dass man die voreingestellten Rechte sinnvoll auswählt. Da muss man sich ein bisschen im Mindtest Rechte-Management auskennen. Shout heißt, man darf im Chat reden. Spawn heißt, man wird wiedergeboren. Wenn man einmal gestorben ist, kommt man wieder rein. Home heißt, man darf einen Home-Punkt setzen. Zoom heißt, man kann in die Entfernung, wie so mit dem Fernrohr ein bisschen gucken. Fast, man darf sich schnell bewegen. Interact sind die Baurechte. Student ist eine Spezialeinstellung für den EduTest-Mod, mit dem man dann als Schüler manipuliert werden kann. Dann ist wichtig zu sagen, Kreativmod, True oder False, also in dem Fall Überlebensmodus, Kreativmodus. Ich würde auf jeden Fall verlangen, dass man ein Passwort einträgt, weil nur so gibt es einen Identitätsschutz. Also jeder, der sich irgendwie Fritz nennt, der nächste Fritz kommt drauf, der spielt mit diesen Dingen, die der Fritz hat, kann seine Gebäude betreten und alles. Das würde ich auf jeden Fall machen. Dann Schaden einschalten, dass man sich wehtun kann, dass man Lebensenergie verliert. Sprache Deutsch. Anzahl der Nutzer kann man angeben. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja, natürlich. Schadensdingens da, warum will ich an? Ich will doch anderen nicht schaden, ich bin doch gut christlich. Ja, aber eine Welt ist einfach realistischer. Gott hat sie auch so gemacht, wenn du anderen schaden kannst. Da kannst du deinen Schöpfer hinterfragen, warum wollte er das so, damit wir lernen, gut miteinander umzugehen. Also auf diesem Server ist noch PvP Plus drauf als Mod. Das heißt, nur wenn ich selber bereit bin zum Kämpfen und der andere das auch ist, können wir uns gegenseitig Schaden zufügen. Deswegen haben wir das drin. So. Dann ist wichtig, Server Announce bedeutet,
dass der Server auf der Mindtest-Serverliste angekündigt wird. Nur dann kann ich den finden, bei Spiel beitreten. Also ich würde ein internes Projekt, was eigentlich niemand interessiert, außer die Gruppe, nicht öffentlich angeben. Dann kommt auch keiner zufällig drauf. Erst wenn ein Projekt öffentlich interessant ist oder leicht gefunden werden soll, auch von Eltern oder so, dann macht es Sinn, diesen Server auch anzukündigen. Aber ich kann ansonsten einfach die IP-Adresse nehmen und das dann quasi privat für meine kleine Gruppe. Ja. Okay. Also wenn da false steht, ja. Hier oben steht GNU Nano. Den würde ich als Editor empfehlen. Vorinstalliert ist normalerweise nur VI und das ist schon ein bisschen kryptisch. Programmierer schwören drauf, aber Nano ist recht einfach, weil unten eigentlich immer steht, was man machen muss. Man muss sich nur Steuerung O merken für Speichern und Steuerung X für Exit. Und alles, was vorne so eine Raute hat, so ein Kreuz, das zählt nicht. Also man kann das auskommentieren. So ist diese Konfigurationsdatei angelegt. So, dann speichern wir das wieder. Verlassen es. Und jetzt sehen wir hier die zweite wichtige Datei. Alle anderen Dateien werden eigentlich automatisch angelegt. Die muss ich nicht manipulieren. Da brauche ich diese Datei WorldMT. Und das ist jetzt die Konfigurationsdatei für die ganzen Mods. Also mein Test ist eigentlich mehr eine Engine und lädt verschiedene Mods. In dem Game, in der Grundversion, sind eigentlich auch nur unter Dinge drin, die geladen werden. Und richtig interessant wird es, wenn man hier viel lädt. Und alle Mods, die ich installiert habe, die werden bei einem Start der Welt automatisch hier eingetragen. Und zwar alle mit False. Und wenn ich die jetzt aktivieren will, dann muss ich auf dem Server einfach da True hinschreiben. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Unified Inventory. Gibt ein sehr schönes Inventar. Die ganzen Messe-Cons, also für Minecraft-Fans, Redstones, die habe ich nicht aktiviert. Hier sieht man zum Beispiel PvP Plus ist drin. Man kann es auch umsortieren, damit es übersichtlich ist. Normalerweise, wenn ich eine neue Mod installiere, dann hängt das einfach unten dran. Da ist relativ viel drin. So ein paar Einstellungen sind auch noch drin, die ich zum Teil nicht brauche, aber die man auch reinschreiben kann. Also normalerweise wird alles in der SQLite-Datenbank gespeichert, sowohl die Spieler als auch deren Inventar und so weiter. Da kann ich auch andere Datenbanken wählen, aber SQLite ist normalerweise drauf auf dem Server. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt angeben. Gibt es, wenn wir gerade hier drin sind, Fragen zu dieser world.mt-Datei? Das scheint nicht der Fall. Dann schließen wir das mal wieder. Wo kommen jetzt diese Mods her? Die sind auf der gleichen Ebene normalerweise wie der Worlds-Ordner. Einfach unter Mods gespeichert. Hier. Das sieht man jetzt alles, was drauf ist. Wie kriege ich hier eine Mod rein? Ich mache das immer so, dass ich auf diese Seite gehe. Mit der neuen 5er Version wurde was sehr Verdienstvolles eingerichtet, um den Wildwuchs ein bisschen zu sortieren. Kann jemand, der eine Mod programmiert hat, die hier einpflegen in diese Datenbank. Und jetzt muss ich halt wissen, was ich will. Also sagen wir mal, wir suchen Areas, mit denen ich sehr gut Gebiete schützen kann. Finde hier Areas, den Namen, und sehe jetzt hier bei Source die Quelle. Ich rufe diese Quelle auf. Das ist in der Regel eine GitHub-Seite. Gehe hier auf Clone or Download. Kopiere dieses Repository hier bei Kopieren und gehe dann in dieses Mods-Verzeichnis und sage Clone, füge das hier ein
mit rechtem Mausklick geht es. Steuerung V funktioniert da nicht. Unter Linux geht es mit Steuerung Shift V. Ich würde es jetzt klonen. Da ich es schon habe, beschwert er sich, aber das macht nichts. Git Clone. Jetzt sagt er mir, ich habe es schon. Auch gut. Wenn ich Git noch nicht habe, muss ich einfach mit apt-get Git installieren. Git ist so ein Versionsverwaltungssystem. Das Tolle, wenn man auf die Weise installiert, man könnte jetzt auch die ZIP-Datei runterladen, auf den Server hochladen, auf dem Server entpacken. Aber das ist unpraktisch, weil wenn ich jetzt hier reingehe in Areas und einfach Git Pull sage, dann guckt der, ob das inzwischen weiterentwickelt wurde. Aber wenn ich jetzt eigene Veränderungen vorgenommen habe am Quellcode und möchte das reinkriegen als Mod? Dann würde ich dir ein Git Fork empfehlen. Also du... Dass ich selber sozusagen machst ein eigenes Git Repository und ja. Ziehst da runter. Also ich habe zum Beispiel den Audio Guide programmiert auf einer eigenen Seite. Mhm. Das sind so Steine. Und das habe ich jetzt hier nicht drin. Ja, da können wir es mal zeigen. Auf GitHub. Jetzt brauche ich meine Audio-Guide. Also das ist jetzt was für extreme Profis, wenn man praktisch einen Fork dauerhaft aktuell halten will. Aber man kann die kleinen Änderungen, die einem wichtig sind, praktisch immer drüberlegen über das, was eine große Mod hat. So, jetzt hätte ich das kopiert. Und pflege das hier ein bei den Mods. Git Clone. Mein Audio Guide. Ah, Mist. Hat er noch nicht kopiert. Ah, ich bin noch beim falschen. Moment. Das da wollte ich haben. Audio Guide. Und das Schöne für alle, die ein bisschen fitter sind, mein Test wird in Lua entwickelt. Und das ist eine ziemlich einfache Einsteiger-Programmiersprache, die trotzdem sehr leistungsfähig ist und wo man Mods recht einfach entwickeln und abwandeln kann. Also jetzt würde ich diesen Audio-Guide draufziehen und habe den jetzt hier im Unterverzeichnis drin und sehe jetzt alles. Also Mods einfach hier in diesen Ordner installieren. Dann einmal den Server starten und dann habe ich das drin. Ja, klar. Und zwar, wenn ich jetzt nur in so einem Mod in der Config-Datei oder in der Init-Datei irgendeine Variable habe, die ich selber verändern darf, dann müsste ich einfach so einen Texteditor benutzen und es direkt auf dem Server öffnen und dann den Wert dort ändern. Kann ich das? Ja, natürlich. Das geht ja. Immer. Also kannst hier reingehen. Das sind alles, du kannst jetzt hier die Init-Lua ganz schlicht bearbeiten, direkt auf dem Server. Nur wenn du jetzt halt wieder Git Pull machst, ist es futsch. Okay. Aber es gibt Mods. Es gibt noch eine recht einfache Methode, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Welten hat. Man kann hier einfach einen Ordner anlegen, mit dem Namen World Mods und da jetzt alle reinkopieren wieder in Unterverzeichnisse, dann sind die für diese Welt automatisch aktiviert. Mhm. Das funktioniert für eine Welt gut, aber sobald ich mehrere Welten habe, ist es natürlich ein bisschen umständlicher, das aktuell zu halten. Deswegen empfiehlt es sich, das in diesem Mods-Ordner zu machen. Aber wenn ich wirklich nur mit einer Welt arbeite, funktioniert die Methode auch relativ einfach, weil ich dann diese world.mt-Datei nicht pflegen muss, sondern alles, was ich da reinkopiere, funktioniert halt. So, jetzt noch ein bisschen was zum Serverstart. Also ich muss dem im Grunde, wo haben wir den Befehl, zwei Dinge mitgeben.
welche Welt soll laufen? Hier haben wir das Befehl zum Starten des Servers. Also das Programm ausführen, welche Konfigurationsdatei soll er nehmen und welche Welt. Da muss man halt den korrekten Pfad angeben. Mods haben wir schon, wenn man die installiert. Also ich habe jetzt hier, das ist das aktuelle Startskript von unserer Corona-Welt. Man sieht hier den eigentlichen Startbefehl, das, was ich jetzt blau gemacht habe. Also es wird die Datei ausgeführt, das ist ein minus minus Word, dann gebe ich den genauen Ordner, wichtig ist der Ordner, nur den Ordner an, wo die Welt liegt. Und dann die Konfigurationsdatei, weil sonst nimmt er eine Standard-Konfigurationsdatei. Also ich lege die immer ins gleiche Unterverzeichnis, dass ich nicht durcheinander komme. Und mit dieser Methode kann ich jetzt beliebig viele Welten starten. Gebe halt was anderes an. Was ich hier jetzt noch gemacht habe, ist der automatische Neustart. Es gibt Mods, die den Server zum Crashen bringen. Zum Beispiel EduTest, wenn ich dort Gebietsschutz mache. Man kann sich dann auf GitHub beschweren und ein Issue eröffnen. Fitte Programmierer, die fixen sowas schnell, weil es entwickelt sich einfach weiter, das Spiel, und manches passt dann nicht mehr. Und wenn der Server crasht und man hat dieses Skript, also ein Shell-Skript, dann funktioniert das nach einem Crash auch von alleine. Jetzt haben wir ein Problem mit so einem Server. Ist ganz fein, wenn man das startet. Also ich würde jetzt einfach hier dieses Ding, 4 Corona-Welt Shell starten. Das läuft schon, das mache ich jetzt nicht. Aber wenn ich mich jetzt hier auslogge und Exit mache, dann schießt der alles ab. Dann fährt der Server runter, weil läuft er nicht mehr. Das ist alles abhängig von dieser Kommandozeile. Also brauche ich irgendeine Methode, um das Programm laufen zu lassen, auch wenn ich gerade nicht drin. Da gibt es jetzt verschiedene Methoden. Ich habe es lange Zeit mit NoHub gemacht. Das trennt die ganze Sache. Dann gebe ich den Befehl ein und hinten ein Und. Das ist aber nicht ganz so schick, weil ich nicht mehr drankomme an die Sache. Also es ist dauerhaft abgetrennt. Deshalb ist es besser, mit Screen zu arbeiten. Muss ich einmal installieren. Screen ist praktisch ein Fenstermanager für die Konsole. So kann man sich das vorstellen. Wenn ich das Screen habe, dann muss ich nur einmal, wenn der Server gestartet ist, Screen starten. Dann zeigt er mir so eine kleine Einleitung. Und jetzt läuft Screen, auch wenn ich nichts davon sehe. Jetzt kann ich ein Programm starten. Starte ich jetzt, kann da schreiben und mit Steuerung A ruft Screen auf und D sagt Detach, also schiebt es in den Hintergrund. Man sieht es hier oben. Das Ding ist jetzt einfach weg. Ich kann hier ganz normal weiterarbeiten und wieder was in den nächsten Hintergrund schieben. Ich brauche ja gar nicht viele Sachen. Ich will nur das eine in den Hintergrund schieben. Wenn ich wieder drankommen will, mache ich einfach Screen minus R, also hole es zurück. Und jetzt in dem Fall muss ich Ihnen noch sagen, was, weil ich habe jetzt verschiedene Sachen weggetan. Normalerweise kommt einfach das eine nach vorne. Jetzt will er noch wissen, was er vorne haben soll. Genau, das war das hier. So, jetzt bin ich wieder draußen und jetzt hole ich mal den Prozess. Und jetzt, oh Wunder, sehen wir hinein in die Corona-Welt, was da gerade so abgeht. Stochromie zum Beispiel passt nicht auf, wie er soll, sondern der dickt hier ein Default Dirt with Grass an einer bestimmten Position in dieser Welt. Da habe ich 3 Koordinaten. Also seit ich so einen Server betreibe, weiß ich mal, was Server alles speichern. Das ist schon extrem unheimlich. Man kann nämlich dieses File
ist die Datei Debugtext, kann man jetzt sehr leicht ausfiltern. Darf ich mal ein Stück rum zeigen, was du so getrieben hast? Hört dich gar nicht. Er hört mich nie? Naja, egal. Doch, er hört dich, aber er hat auch ja gesagt, er muss noch sein Lautgas anmachen. Ah, okay. Sonst würdest du ja hören, dass ich sonst hättest du ja gehört, dass ich nebenbei baue. Ja, also da ist sehr wertvoll der Befehl cat, also ausgeben, die Datei debugtext. Und dann, das wird hier durchgeschleust, die Befehle muss man irgendwo lernen. Und dann grep, also eine regular expression. Und jetzt kann ich mal hier Stokromi reinschreiben. Und jetzt sehe ich alles, was Stokromi gemacht hat, seit der Server jetzt hier nochmal läuft. So. Und jetzt kann ich sehr leicht sehen, was da alles passiert ist. Wenn ich gucken will, was im Chat so lief, kann ich gucken, wer hier wieder irgendeinen Mist gelabert hat. Ich kann alle privaten Messages auslesen. Ich habe IP-Adressen, wenn sich jemand einloggt. Ich sehe, wann es voll war. Also das ist schon spannend, was da alles... Wie bist du jetzt da nochmal reingekommen? Also es ist einfach diese Datei Debugtext. Jede Aktion auf dem Server wird da angehängt. Was das Scrap muss man einfach sich merken, dass das so heißt. Gut. Ja, das ist einfach ein Konsolenbefehl. Mhm. Grep. Man kann ja mit man und dann einen Befehl. Das sind so Tricks, die man sich im Laufe der Zeit aneignet. Jetzt will ich ja mal wissen, was leistet mein Server eigentlich? Wie gut ist er ausgelastet? Und dafür gibt es normalerweise das Programm Top. Das zeigt die Table of Open Processes. Da sehe ich, wie stark die CPU ausgelastet ist mit dem Mindtest-Server. Boah. Ist auch ein bisschen weniger aussagekräftig als ein Programm namens Hardtop. Das muss man vorher installieren. Das gibt mir so eine richtig feine Ansicht, wo ich sehe, aha, ich habe tatsächlich 8 Kerne. Ich sehe schön farbig, wie die ausgelastet sind. Ich sehe hier bei Load Average, also die durchschnittliche Belastung, das hier vorne ist ein sehr aktueller Wert. Der zweite Wert ist ein durchschnittlicher Wert, der ein bisschen länger zurückliegt. Und der dritte noch länger zurückliegt. Da kann ich so ein bisschen sehen, wie es sich entwickelt. Wie hoch ist die Speicherauslastung? Da muss man bei Linux immer wissen, dass der den Speicher eigentlich relativ voll macht. Also wenn das hier ganz voll ist, ist nicht gleich beunruhigend. Und wenn jetzt hier eine 8 stehen würde bei Load Average, dann wäre erst der Prozessor komplett ausgelastet. Also der Engpass nach meiner Erfahrung ist weniger hier jetzt bei der Leistung als die Netzwerkanbindung. Aber die kann man hier nicht sehen. Jetzt gibt es mit T... Wenn man einmal T drückt, kann man das hin und her schalten, so eine Prozessanzeige, das sieht man. Mindtest öffnet tatsächlich verschiedene Instanzen, vermutlich um die Kerne besser auszulasten. Man sieht ja auch, dass Screen praktisch vorgeschaltet ist vor diese Bash, also die Shell, mit der ich dann dieses Programm aufgerufen habe, das den Server in den Loop laufen lässt, wenn er crasht, dass er automatisch wieder startet. Jetzt sieht man hier, da läuft noch irgend so ein Apache, also ein Webserver, der nicht benutzt wird. Aber ansonsten gibt es eigentlich kaum Prozesse. Also das ist wirklich fast nur vom Mindtest drin. Und das ist schon praktisch ein dedizierter Mindtest-Server, der jetzt hier läuft. Man kann von hier aus auch killen. Wenn man mal diese NoHub-Methode genommen hat mit F9 und mit Enter bestätigen, dann würde der Server auch crashen. Mit Q kommen wir wieder raus. Also das ist für die Leistungsüberwachung ganz gut. Wie schwer muss der Server arbeiten? Und das wäre es eigentlich. Man kann das Ganze auch mal ausprobieren auf einem lokalen Linux-Rechner. Also es ist zum Üben gar nicht mal schlecht,
irgendeinen Linux-Rechner zu nehmen und das von der Konsole aus zu starten, dann muss man nicht gleich einen im Internet mieten. Das wäre eigentlich... Ah doch, ich zeige noch ein paar wichtige Dateien, die man sichern sollte. Hier in dieser Welt gibt es ein paar entscheidende Dateien. Und zwar die eigentliche Welt ist diese Map-SQLite. Man sieht es besser, wenn man sich die Größe anzeigen lässt. Also unsere Map hat im Moment eine Größe von 591 MB. Also es geht noch, aber das kann schnell auf mehrere Gigabyte anwachsen. Dann hat man eine Players-SQLite-Datei. Das sind praktisch die ganzen Spielerrechte, die Spielerinventare und so weiter gespeichert und eine Authentifizierungs-SQLite-Datei. Da ist praktisch das Passwort drin und der Spielername. Dann gibt es das Rollback, die Schritte rückwärts. Wenn man das einstellt, Rollback, dann kann man einzelne Spieler einfach rückgängig machen. Also wenn einer draufkommt, um zu zerstören, gibt es dann einen Befehl, um zu sagen, die letzten 10 Minuten dieses Spielers machen wir einfach rückgängig. Ja, die wichtigen Einstellungsdateien habe ich schon gesagt. Man kann relativ einfach die Welt eigentlich sichern, indem man das ganze Verzeichnis sichert. Dann muss man halt noch diese Mods irgendwie mit rübernehmen, wenn ich die Welt woanders aufsetzen will. Und dann habe ich eigentlich schon das Wichtigste. So ein paar Dateien sind noch drin, also einzelne Mods wie Wiki. Die legen praktisch einen Unterordner an. Man sieht hier, dass der eigentlich nichts anderes macht, als hier Textdateien anzulegen. Das sind die Regeln, die nachher in dieser Wiki-Mod kommen. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt das Wichtigste, zumindest was ich mir mal vorgenommen habe zu erzählen. Jetzt seid ihr mit Fragen dran. Jetzt will ich auch mal wieder was sehen. Ich werde meinen Screenshare beenden. Okay. Was wollt ihr wissen? Das war ja erstmal erschlagend. Ja, man kann das Video dann nachschauen. Ja, das ist super. Ich habe mal eine ganz andere Frage, weil wir haben das, bevor du ja dankenswerterweise uns deinen Server zur Verfügung gestellt hast, probiert, das hier bei mir im Büro quasi mit einem Rechner laufen zu lassen und den zum Server zu machen und dann über den Router reinzukommen. Ja. Das haben wir mit 8 Rechnern gemacht. Das ist relativ gut und stabil ist das gelaufen. Mhm. Aber hast du irgendwelche Erfahrungen, ob das überhaupt realistisch ist, so zu arbeiten? Es gibt Leute, die machen das. Das hängt natürlich vor allem an der eigenen Netzwerkanbindung, wie schnell der Upload ist. Und das Zweite ist, dass sich die IP-Adresse von deinem Rechner ja ständig ändert. Also musst du es mit dünn DNS noch konfigurieren. Ja. Es gibt Leute, die schwören da drauf. Okay. Also das kann man machen, aber natürlich, also wenn ich auf diesem Server im Internet was mache, das ist gigantisch, was der für eine Netzwerkanbindung hat. Ja. Also der Flaschenhals ist immer das Einloggen, wenn Leute draufkommen wollen. Stell dir vor, 50 Leute wollen gleichzeitig draufkommen. Und mein Test ist sehr flexibel. Das muss ganz viele Dateien erstmal vom Server runterladen. Und zwar diese ganzen Mods. Und wenn das viele gleichzeitig machen, dann irgendwann kommt dein Rechner an seine Netzwerkgrenzen, weil der so viele schnelle Verbindungen halt nicht aufbauen kann. Aber für ein kleineres Projekt mag das durchaus reichen. Warum nicht? Es gibt Leute, die mit einem Raspberry Pi deine Welt im Internet hosten. Weil wenn alle mal drauf sind, dann wird ja immer praktisch nur dieser eine Text geändert und in der Datenbank ändert er kurz, dieser Stein ist jetzt folgender Stein. Das generiert nicht mehr viel Netzwerk-Traffic. Mhm. Was Traffic generiert, ist dieses Rumfliegen. Deswegen sollte man die Leute nicht so schnell fliegen lassen, weil der lädt praktisch immer einen Bereich um sich rum. Was er mal geladen hat, kann man mit R sehen. Das wird nicht live aktualisiert. Wenn da hinten einer die Welt kaputt macht, siehst du das nicht erst, wenn du hingehst. Wenn du jetzt aber fliegst, dann zieht der praktisch durchs Netz die ganze Zeit diese Welt um sich rum und wird belastet. Also das
konfigurieren, ist natürlich auf die Art und Weise leichter. Ne? Du machst es einfach auf einem normalen Windows-PC und baust dir seine Sachen so zusammen mit den Mods, wie du es haben willst. Ja. Kann man durchaus mal versuchen. Ja. Mensch, Thomas, hättest du gedacht, dass du der große Experte bist für Linux und meintest? Also mit Linux mache ich schon lange was. Mein Test war da eher was dazu. Also sicher, das ist schon nicht ganz einfach, aber ich glaube, jemand, der Spaß dran hat, sich da reinzufuchsen, der lernt extrem viel dabei. Also ich würde es auch einfach Jugendlichen, die Interesse haben an Computern, nahebringen, sich da einzuarbeiten. Die werden ganz viel lernen über Linux, wie bedienen sie eine Kommandozeile. Und die 2,60 € finde ich echt gut angelegt. Also das ist ja auch so ein Paar, der viel selber macht. Wir haben da ein Raumbuchungssystem auf dem Server laufen, parallel. Also man kann damit allerhand nette andere Sachen machen, wenn man angefangen hat zu kapieren, wie einfach das ist. Ja, weitere Fragen. Also ich glaube, ich muss uns das hinter angucken. Weiter dran setzen, der das mir aufsetzen soll. Aber du darfst auch unseren Server aktuell benutzen, wenn du ein aktuelles Projekt machen möchtest. Okay. Kannst du einfach draufgehen. Dafür haben wir den Server ja aufgesetzt, genau für solche Projekte. Wir haben gedacht, das braucht man jetzt. Ja. Dann müsste ich wissen, wie ich draufkomme. Das findest du ganz, schicke ich dir gleich nochmal. Ich habe es ganz einfach auf unsere Seite geschickt. Ja. Ich habe auch schon ein einfaches Video gemacht, wie du Mindtest installierst. Kannst du deinen Leuten auch schicken und wie man sich auf dem Server einleitet. Du kriegst jetzt ganz viele Mails von mir, okay? Sehr gut. Damit ich dir nicht im Netz selber zusammensuchen muss. Ja. In dem Blog inzwischen recht gut dokumentiert. Ich gebe immer diesen Link weiter, Anleitung, erste Schritte. bit.ly/meintest-start. bit.ly/meintest-start, hier sieht man. Wenn ich den jemand gebe, kann der sich eigentlich weitgehend da selber reinfrickeln. Wie lade ich das runter? Wie spiele ich das? Meine Erfahrung ist, dass also alle, die schon mal Minecraft gespielt haben, sich extrem schnell zurechtfinden. Der Vorteil ist halt, es ist kostenlos. Es braucht nicht so viel Rechneranforderungen, also läuft auch auf älteren Rechnern. Und es gibt eine Handy- und Tablet-App für Android, leider nicht für iOS. Aber du kannst damit relativ viele Leute glücklich machen. Für macOS gibt es was, das läuft aber leider nicht. Apple-Phones sind ausgeschlossen, aber ich kenne kaum Jugendliche, die das haben. Aber der Vorteil gegenüber Minecraft ist halt, dass du vom Handy aus auch mit dem Computer zusammenspielen kannst, was bei Minecraft nicht geht. Damit kann man für medienpädagogische Projekte, wir in der Grundschule haben zum Beispiel 18 Android-Tablets und 10 Schul-PCs und da können sehr viele Leute dann gleichzeitig spielen. Also auf dem Tablet ist eigentlich recht gut bedienbar, auf dem Handy ist es ein bisschen kritisch. Ja. Gut. Dann dürft ihr mich jederzeit gerne fragen. Wenn ihr Hilfe braucht, probiert es einfach mal aus. Ich bin nach wie vor der Meinung, das hat ganz viel Potenzial, medienpädagogisch, einfach weil es so kreativ ist, weil es sehr niederschwellig ist, weil man sehr viel selber machen kann. Das kann man in der Schule, das sollte man vielleicht auch noch betonen, Mindtest installieren, ohne dass man Rechte hat. Weil das wird einfach als quasi wie Stickware runtergezogen. Ich brauche nur einen Ordner, wo ich es ausführen kann. Aber ich muss nicht Administratorrechte haben, um das Programm zu installieren. Das heißt, ich kann sehr geschickt mit einem USB-Stick oder so eine lokale Installation machen. Ich erkläre einen Rechner zum Server und kann das in fast jedem Computernetzwerk spielen, auch an den Vorgaben vorbei. Wenn ich an die IP-Adresse rankomme, das ist in Schulen nicht immer ganz sicher, also manchmal ist es auch gesperrt. Ja, aber also ich habe es schon mal hingekommen. Ja, ich habe es auch schon gemacht. Ansonsten lässt man es aber komplett lokal auf jedem Rechner laufen, wäre ja auch denkbar. Ja,
Das geht natürlich auch. Aber ich finde das Kooperative schon eine spannende. Ich finde, mir macht immer Spaß, sobald ich andere sehe in dem Spiel. Aber wir haben das. Wir haben das auch in, ich habe es auch in Schulen schon wirklich verwendet und du kriegst in der Regel, wenn du musst vor, wenn du irgendjemand weiß an einem Rechner, nämlich dem Lehrerrechner, wie du die IP-Adresse rauskriegst, das musst du tatsächlich wissen. Und dann haben die Schüler das wirklich in dem Ordner, in ihrem Ordner liegen, den nur sie, also sie ziehen sich das jedes Mal aus einem allgemeinen Ordner in ihren privaten Ordner oder auf den Desktop. Das ist halt, wenn die den Rechner wieder neu starten, zwar weg. Aber das macht ja nichts, weil sie können sich, wenn sie die IP-Adresse haben, immer wieder das einfach rausziehen und immer wieder neu starten. Also das haben wir schon in vielen Schulen, auch mit Systemen, die wirklich versuchen, alles zu verhindern, dass sowas geht, geht mein Test am ehesten. Also besser als vieles andere. Also das, und ich habe für dich, Lutz, wenn ich jetzt so in außerschulischer Bildung bin, ich habe irgendeinen alten Router meistens mit. Also wenn ich jetzt in neue Räume gehe, habe ich meine 8 Rechner mit und dann haben die Kids noch irgendwelche Handys oder Tablets mit und dann haben wir einfach einen alten Router. Also als ich das letzte Mal bei von 1 und 1 zu, keine Ahnung, Kabel Deutschland gewechselt bin, habe ich so, und den nehme ich einfach und mit dem über den Router verbinden die sich alle. Dann bin ich natürlich komplett unabhängig von der Infrastruktur. Aber hier ging es ja jetzt darum, nochmal zu gucken, was jetzt eben spannend war, für die Zeit jetzt zu sagen, haben wir nicht einen Server, auf dem wir alle sind. Und deswegen herzliche Einladung, auch wirklich einfach jetzt erstmal mitzukommen und ihn jetzt nicht abzuschießen gleich, nur weil dir Thomas gezeigt hat, wie es geht. Ne? Ja. Das kann man vielleicht nochmal erklären für die Profis hier. Wir haben da sowas drauf, das heißt EduTest. Und es ist praktisch so eine Gruppenverwaltungsoberfläche, wo man Lehrerrechte bekommen kann und dann Gruppen einteilen und die kann man dann alle gleichzeitig zu sich holen, die kann man alle gleichzeitig ruhig stellen, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Das ist sehr praktisch. Das braucht man jetzt nicht, wenn man alleine mit seiner Gruppe auf einem Server ist, aber sobald jetzt mehrere drauf sind oder auch schon dieses Stummstellen kann sehr praktisch sein, weil das kennt ja jeder, sobald man einen Bildschirm und eine Tastatur vor sich hat, machen die immer, was sie wollen. Wenn man sie dann kurz kalt stellt und sagt, jetzt erkläre ich was, ich stelle kurz stumm und jetzt geht's weiter, ist einfach extrem praktisch. Ja, dann würde ich sagen, wenn keiner mehr eine Frage hat, reicht's auch mal. Ja, Thomas, ich hab jetzt genau angeguckt, du hast mir schon die Zugangsdaten zum Server geguckt. Für den nächsten Servercrash heute Nacht bin ich verantwortlich, das ist dir klar, ne? Okay, du. Du musst dann gucken, wie du das alles wieder herstellst, was ich alles gelöscht habe. Ja. Das ist so eine Sache, wie man mit mehreren Leuten arbeitet, tatsächlich nicht so ganz trivial, dass man die Administration sich teilt, weil jeder ein bisschen wissen muss, was man wie und wo gemacht hat. Also man sollte es dann dokumentieren, alle Änderungen in irgendeinem File, wenn jetzt die mindtest.conf verändert hat an irgendeiner Stelle, weil wenn jeder irgendwas frickelt, dann im Schluss weiß keiner mehr, was Sache ist. Einfach ist es dann, verschiedene Benutzer einzurichten und zu sagen, du darfst jetzt da auch eine Welt posten. Das, was ich jetzt mit dem Multimedia-Mobil gemacht hätte. Genau. Das geht eigentlich mit einem gut ausgestatteten Server auch. Man muss eigentlich nur vermeiden, dass die Peaks praktisch gleichzeitig stattfinden. Aber das ist unwahrscheinlich, dass jetzt zwei Live-Events gerade gleichzeitig 30 Leute ziehen. Also ein Trick bei Servern ist noch, ich hatte mal einen recht erfolgreichen am Laufen, dass bei Mindtest es schon so ist, wenn da stabil viele Leute drauf sind, zieht es andere nach. Also wenn man es mal geschafft hat, 10, 15 dauerhaft drin zu lassen, aktive Spieler, und da ein bisschen Interaktion ist, dann zieht es einfach viele andere an, weil vor allem in Ländern, die jetzt kein Minecraft sich leisten können, aus Osteuropa oder arabische Länder oder so, die kommen dann drauf und reden da ein bisschen Englisch mit einem. Das ist zum Teil auch wirklich total international und sehr interessant, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das Zweite, was ich nur empfehlen kann, Lutz, ist parallelen Discord-Server zu nutzen. Das haben wir früher nicht so gemacht, aber das ist extrem praktisch, wenn man rausfliegt, wenn irgendwas ist, sich über Sprache verständigen zu können und noch einen zweiten Chat zu haben. Man hat zwar im Spiel einen Chat, aber es kennt sich halt mehr Leute mit Discord aus als mit dem Ingame-Chat von Mindtest.